Willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Und ja, Motorisierung abgeschlossen. Und Nahrung ist am Arsch. Und es wird echt gefährlich wenig, ja. Wir enden halt auch erstmal nichts, weil muss jetzt alles angepflanzt werden, das dauert als Ewigkeit. Und bei den größeren Feldern. Ja, schauen wir mal. Garage, bitte passt da rein. Alter, es passt genau bis zum Weg. Wir hätten sogar noch einen Abschnitt dazwischen. Nice. Das war jetzt leider nicht. Ja, dann ballern wir jetzt direkt, auch direkt da dran. Dann müssten wir aber halt. Was ist das hier, Alter? Das gehört zum Tor. Aber warum ist das da? Ich möchte was hinbauen. Darf ich da überhaupt was hinbauen? Warte mal. Da dürfte ich. Aber dann ist das direkt da drauf. Ob das so gesund ist? I don't know. Hä? Was ist denn los? Alter, immer so viel verstrahlt. Schild. Dann fällt schon mal mehrere Kränkungen auf. So. Als ob ich das da drauf bauen darf. Ey! Was macht die Fackel da? Weg! Wenn kommen die Straßenlaternen hin. Dann können wir da in die Mitte stellen oder so. Okay. Garage. Ich kann nicht da drauf bauen. Will ich irgendwie nicht. Halt für eine schlechte Idee. Weg da dran will ich auch nicht. Dann können wir da vielleicht nochmal ein Lämpchen hinbauen oder so. Ne? Wir haben ja hier einen Platz. Ich würde da die Lappen hinbauen. Das ist immer das Press. So, nicht so. Machen wir zwei Garagen hin. Offen drauf, egal. Ich gehe davon aus, dass wir zwei Autos haben. Wenn wir Trutz haben, dann haben wir dafür keinen Platz und. Was ist das eh nur. So, reparieren auf. Ja, passt schon. Die dürfen irgendwie auch schon gebaut werden. Ich meine, wir haben es ja einigermaßen. Ja. Weiß ja nicht. Oh, nur eine davon. Alles so viele Platten, die wir halt gerade nicht haben. Alter, die Nahrung. Gut, dass wir hier noch einen hier runterschicken gerade, der uns hier nochmal massig mitbringt. Ja, muss halt überleben, ne? Haben wir noch Jutta-Platten? Nope. Dann kurz rein. Abgeben und neue holen. Aua. Okay. Und ist da hoch. Richtig. Schaffen wir noch nicht, okay. Oh, er holt den Rest hier raus. Und, ja. Guter. Könnte sich Schrauben daraus holen. Könntest du aber auch sein lassen, ne? Feuerholz holen? Wie viel Schaden wird das machen? Doch keine 50, oder? Aber nicht so ein gefährlicher Kram. Muss ich sagen, hol Feuerholz. Komm, ganz ehrlich. So, und jetzt weiter hast du euch auch Nahrung, das kann ja noch aus. Und jeden anderen Scheiß dabei. Okay. Jetzt hier das Zeug. Ich meine, wir haben zwar noch genug, aber. Hey, geil. Wir hatten mal Betonmangel, ne? Das war so viel. Wo wir auch nicht mehr bekommen, glaube ich. Auf der Map vielleicht noch ein, zwei Ecken, oder war es dann aber auch. Das muss reichen. Für eine längere Zeit. Weil dann die unterschiedlichen Vorkommen abbauen können, das dauert aber davor schon noch einen Moment. Ich hab keinen Bock, dann da irgendwo festzustecken und darauf zu warten, dass wir es haben. Das ist echt ein bisschen belastend, Alter. Jetzt schon wieder? Hä? Ja, noch gerade erst. Ach so, ja, cool. Ja, dann direkt nochmal. Finde ich gut. Jutta-Platten. Du da drauf. Oh, ich greife schon an, das ist ja interessant. Du warst hier dran. Hast du noch Leben? Ah. Ich warte alles jetzt, ne? Gegen Aue. Du hast genug Leben? Hast du. Gibt's nicht. 49 Konserven. Das ist gut. Ah, nein, er schafft es in der Runde nicht. Das Tote ist aber da, das ist gut. Ich werde auch mal auf zurück zu Kollegen. Eigentlich drücken wahrscheinlich. Was ich mir mal dringend angewöhnen. Ist auch nächste Runde da. Super, da musst du dich auf jeden Fall heilen. So,
Hat er doppelt bewegt? Ne, haben wir nicht. Ja, er fällt ja noch. Verdammt. Okay, wir haben's. Wird unser Essen gerade so knapp? Ich glaube, liegt echt daran, dass halt die Felder einfach ripp sind, ne? Dass die für Ewigkeiten brauchen. Können wir das irgendwie noch erhöhen, die Effizienz? Ich muss bei der Forschung eigentlich nochmal schauen. Wir forschen eh gerade nichts, aber gerade auf. Upsi. Aktionspunkte. Ja, nee, ich will gerne mal gucken, ob wir bei unserer Nahrungsproduktion noch hoch betreiben können. Nicht so wirklich, ne? Wechselhäuser erstmal minus, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Das ist ja belastend. Also hier fehlt doch so viel. Jetzt kurz auf Kolonie. Da fehlt ja uns nur noch gepacktes Lager erhöhen. Brauchen wir momentan nicht. Umweltstoffstation, okay. Wasserwagen, Reparaturkosten, ja. Das ist nur Zufriedenheit, auch nicht so ultra wichtig gerade. Erstmal alles machen, was wir unbedingt brauchen. Das brauchen wir erst, wenn wir unser Stromzeug upgraden. Machen wir noch nicht und das haben wir beides schon. Erkunden. Wer hat nur das hier? So. Das Radar. Was die neu bauen wollen, also müssen wir als nächstes die Produktion hochklatschen, aber komplett. Ja, dann gehen wir einmal durch oder was? Weiß ich nicht genau. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ich so zuerst haben möchte? Ich meine, wir können den auf den hinteren Scheiß Zeug auch erstmal scheißen. Wir können das Sägewerk erstmal erforschen und dann nach hinten weiterarbeiten. Ich glaube, es ergibt am meisten Sinn. Machen wir es so. So, Nahrung geht zu Ende. Ich weiß, wir arbeiten dran. Wir bekommen auch gleich ganz viel noch. Also Überbrückungszeit, bis hier wieder geerntet wird. Handelskonvoi. Ah, schön. Eine ölverschmierte Kolonisten kommt auf dich zu. Mechanisches Monster. Okay, haben wir bisher noch nicht gehabt. Eine Frau in einem schmutzigen Overall kommt auf dich zu. An ihrem Gürtel baumelt ein ganzes Werkzeugarsenal. Boss, bitte hör mich an. Wenn ich nur die richtigen Teile hätte, könnte ich ein Auto bauen. Bissig schnell wie ein radioaktiver Blitz. Wirklich? So ein solches Auto, du verstehst, oder? Hä? Klar. Helfen unsere Kolonisten, wenn du das erfinden möchtest, go. Du gibst ihr die Erlaubnis, alle nötigen Teile zu verwenden. Sie macht sich sofort daran, ihre Version umzusetzen. Der Tag voller Frieden. Bis sie plötzlich beißender Rauch in die Nase steigt. Du folgst dem Geruch und siehst die Frau aus ihrer brennenden Werkstatt herauskommen. Oh, wie ich hätte mir denken können, dass es nicht ausreichen würde, ein Fenster zu öffnen, um eine Kühlung zu ersetzen. Dein Ernst? Naja, auch wieder lernt man. Ja, bekanntlich. Sagt sie, klopft dir auf die Schulter. Oh, die ist cool. Passt, Alter. Mein allein mein scheiß Monster war klar, dass es nicht ganz gut geht. Das heißt, brennt das irgendwo, ist okay. Wir bekommen dafür ein bisschen hier Erfahrungspunkte quasi. So, welche Werkstatt ist abgefackelt? Oder brennt gerade keiner. Finde ich ein bisschen schade. Und wird schon visuell auch reinballern. Ja. Ach, so brennt nichts. Um rechts zu halten, unsere Nahrung, Alter. Das macht mir gerade echt Sorgen, ey. Obwohl wir eine höhere Produktion haben, ihr Assis. Könnt ihr bitte mal weniger fressen? Bitte? Gut, wenn das hier vorne ist, haben wir wieder was. Das heißt, es ist gar nicht so tragisch. Jetzt haben wir die Felder auch wieder da. Ja, dauert halt ziemlich lange. Also echt lange. Ist irgendwie schlimmer geworden, glaube ich. Boah, Essen hält sich gerade so. Okay, ich muss mal gucken, wo die Saunas hinbauen. Würde ich gerne in der Folge auch noch machen. Mal richtig krass nach unten. Wenn einmal geändert wurde, ist alles easy. So, wir noch 18, 17, aber das Gute ist, ging auch jetzt gut, dass wir keinen Umweg genommen haben, Alter. Kann er hier halt echt viel zurückbringen. Darf er da nicht drauf? Was? Da war der Typ im Weg. Und jetzt war direkt 140 da oben wieder. Perfekt. So, dann kannst du direkt zur Seite gehen und mit er drauf kommen. Das wird Beton geil. Und dann bist du definitiv hier zurück zur Kolonie. Wird ja schon schaffen. Hoffentlich. Ich hoffe, es funktioniert. Wird wahrscheinlich sterben. Keine Ahnung. Ja, du warst auch zurück. Funktioniert. Und du holst da noch was. Ja, unser Holzsammler kann da rübergehen, dann noch ein Holz rausholen, dann zurück, oder? Würde ich sagen, das ist was zu tun.
quasi die Rippen. Okay. Er hat's fertig. Da ist noch Holz. Könnte er echt noch holen, dann zurückkommen erst. Hey, um dich schadet nicht. Du bist mal angekommen. Du hast eigentlich gar keine Angriffsstärke, aber machst trotzdem weg, so quasi, ne? Das ist schon assi, ey. Warum auch immer. Mal wieder unser Rundgang. Klack. Und. Klack, dann hat er alle. Sie noch? Okay. Schön, schön. Aber jetzt zu Ende. Halte ich für ein Gerücht, Leute. Ha. So. Ihr baut das Zeug, finde ich geil. So viel wie sah ich aus? Es hatte hier oben noch was zu tun oder ist damit Leute durch? Hab ich da nichts mehr von gehört, so das Ding. Ah da. Wie sieht's mit dem hier drüben aus? Was denn hier? Hm. Das soll so nicht sein. Hier wollte ich schon. Er ist nicht durch. Okay. Gut, Saunas, Leute. Ja, wird eigentlich auch bei denen hier Sinn ergeben, aber ich weiß nicht, ob ich die da hinbauen möchte. Weil der Staffel wesentlich cooler finde ich persönlich, aber ich glaube. Ja, grundlegende Hygiene ist zwingend, um eine Kolonie gesund zu erhalten. In der Sauna können sich Kolonisten von schädigen Bakterien oder Erregern säubern, um Krankheiten im Keim zu ersticken. Extrem hilfreich bei Pandemien. 10 pro Takt war auch heftig, Alter, wenn das mal läuft. Aber die produzieren wollte ich eh mal angehen. Ah, ich würde da nicht nur eine bauen. 6 Leute bei 131? Da kommen die ganzen Kolonisten auf einmal her. Alter, ich hab schon wieder verwechselt. Wie geil ist das denn, Alter? Kann ich wieder beziehen? Wie oft ist das für Kacke? 120 Kolonisten. Oh, was ist das? Wenn man nicht richtig hinschaut, ey. Naja, also 2 Sauen wird schon bauen, oder 4. Das wäre aber ganz schön teuer. Das wäre echt teuer. Ich würde erstmal 2 bauen. Und ich hoffe, ich sehe. Ich finde irgendwie, gar nicht, dass ein bisschen mehr in der Stadt wäre. Ansonsten ist hier auch die Holzproduktion. Man könnte halt auch hier hinklatschen. Müssen die halt an allem vorbeilaufen, dafür Hygiene. Aber hier in der Innenstadt auf keinen Fall. Man macht hier außen irgendwo. Wird aber auch irgendwie unsinnig. Genau wie hier hinten. Und hier könnte man es auch machen. Ach, hier geht er nicht. Hier kommt man nichts hinbauen. Würde gehen, aber. Ja, komm, bauen wir es hier drüber. Machen wir kein Feld mehr hier, das ist ja okay. Deswegen müssen wir das Zeug abreißen. Wir haben doch Lager, ne? Die ganz schön leer sind. Oh. Hä? Ja, warum? Mach weg. Naja, egal. Hm? Brot? Ich hab nur das Brot hergestellt, das ist so geil. Okay, ja, bauen wir drüber. Lassen wir das hier ab, wir haben genug Platz. Ja. Alter, der. Ah, Fahrradannahme geht schon wieder zu Ende, mich verarschen. Ich habe aber keine Möglichkeit, nur noch was dran zu drehen. So, das hier. Und dann die Sauna. Die ist scheiße teuer. Dann kommst du denn her? Press dran oder als Abstand? Als Abstand, oder würde ich sagen? Aber 3 Saunen bauen, Alter? So richtig genehmigen? Wobei da 6 Leute reinpassen gleichzeitig, Alter. Machen 2. Wir können ja Platz lassen für eine dritte. Ich kann mal gucken, ob die hinpassen würden. 3 Stück nebeneinander. Wenn ich euch 3 lasse oder nicht? Überhaupt nicht, Alter. Hier haben wir eh Platz. So, dann bauen wir so. Dann bauen wir so krass dran. Das ist okay. Könnte man irgendwann vielleicht bauen, ich weiß nicht. Baut erstmal da eine, weil die sind teuer. Aber eine dürfte ich gerne. Eine dürfte ich vielleicht bauen. Cool. Dann haben wir das auch. Dann können wir auch noch Beete hinklatschen. Immer weniger, Alter.
abgeschlossen, die Forschung. Abfallrecycler, Schrottsammler, eine Raffinerie. Ja, da wir bald ein Auto haben werden. Sehr gerne. Und sobald als nächstes halt unser Industriegebiet machen und unser ja, generell Versorgungsgebiet. Das ist schon genau wohin, weil hier wollte ich eigentlich noch mit den Kolonien klatschen. Ah, auch hier tatsächlich voll alles weg. Abgeschlossen. Warum haben wir denn so ein krasses Minus, Alter? Ich verstehe das gerade nicht. Okay, wird halt bisher immer noch nicht geerntet, ne? Und bauen immer noch an, Alter. Fuck. Wir müssen doch schon mal Nahrung holen irgendwie. Oder halt eine Karawane losschicken oder so ein Scheiß. Ich weiß es ja auch nicht. Mal schauen, unsere Kochhäuser abgerissen. Ja, du sollst nach Hause kommen. Einfach hier zurück zur Kolonie. Lauf. Du auch. Was da drauf? Und dann, was? Du könntest eigentlich schon was holen. Brauchen wir denn gerade? Hier, die wären eigentlich ganz geil. Und das Zeug hier. Ups. Und das Zeug raus. Ne, schafft er noch nicht. Mal oder so. Oder dreimal oder mal. Gefällt das echt unsere Spezialisten, ey. Ich war dafür zu klar, aber trinken in die Rippe, ey. So. Okay, der ist weg. Was gab's hier nochmal? Ich hab's vergessen. Ach, Essen. Guck mal, das passt doch eigentlich gerade sehr gut. Keine Gefahr, kann er direkt holen. Wichtig. Also, das wolltest du noch holen und jetzt holst du wieder nie danach. Bis nächste Woche. Folge, würde ich gerade sagen. Nächstes Mal zurück. Danach noch einmal, hat sie auch alles rausgeholt. Cool, cool, cool. So, wie fühlt es sich einfach? Was soll ich verlegen? Oder oben hin? Stelle haben, man. Unser Essen ist so krass zurück, wir können doch nicht. Oh, so wenig, ey. Wir könnten nur was ernten, wenn es kritisch werden sollte. Es kann weitergehen, wir haben ja keine Probleme gerade mehr. Es kann auch weitergehen. Oh. Ist ja alles okay. Die ist nur, wenn keinen Strom haben. Und generell ist ein Minus an Strom gerade, Alter. Warte, wie ist so? Mhm. Und so, nach noch reicht. Irgendwie den ganzen Medizinzentrum, ne? Die ist, wenn keinen Strom mehr haben, können wir keine Leute heilen. Das sollte man bedenken. Wir haben kein normales Zentrum mehr. Ja, aufhören, eigentlich hier. Ach, ein Zauber. Schuss. Du bist nicht befugt dazu. Nur wer ist verletzt. Oh, zusätzliche Lagerhallen? Junge, oh, was hier ist? Was hat der für Probleme, ey, Brote? Oh mein Gott. Ich wollte definitiv keine zusätzlichen Lagerhallen, hä? Apropos Lagerhalle, ich würde hier mal bauen, wenn ihr Bock habt, was ich zu tun habt. Guck mal, da ist ein Mehlanlager, das kann ich ja speziell auswählen, zum Glück. Weil das so ein Zwischenprodukt ist. Ja. Ich werde übrigens heute mal pünktlich Folgenende machen. Dann mache ich jetzt wieder ein paar Tage Pause mit dem Spiel wahrscheinlich, was ich weiter aufnehmen kann. Könnte ich schon mal die Wege reinbauen? Da dürfen wir nicht. Aber da. Nice. Oder die generellen Verschwörungen erforschen. Ist eigentlich das Symbol drauf, wenn der. Na, warum ist auch nirgendwo so, oder? Wenn was fehlt, ich bin unsicher. Ah, vielleicht auch doch. Mhm. Mhm. Ja, ist klar. Ich trage mich einfach so langsam. Generell, dass die Pflanzen halt, ne? Oh, cool, deswegen. Plastik aufgebraucht, das ist erstmal schlecht.
er verarbeitet noch. Okay, das kann man auch kümmern, so auf jeden Fall noch. Forscher wie gestern oder so. Ich hatte doch Ideen um Plastik gesehen gehabt. War da hier ist unsere Kolonie? Da geht mich direkt schon unsere Straße entlang, im oberen. Dann bauen wir da doch einfach mal hier so einen Recycler. Cool. Okay, Plastik haben wir dann auch momentan erstmal kein Problem, weil wir nicht so krass viel bauen. Metall halt mal wieder. Das schwankt so stark. So, ein bisschen durch. Ja, da. Da kann ich mich abreißen. Ach, verschwinde. Danke. Essensprobleme again, Alter. Was erntet ihr eigentlich mal? Die auf jeden Fall bald. Ist gut. Was eine Ewigkeit. So, Spezialisten noch bewegen. Ja, dann machen wir es mal zum Abschluss. Komm, was soll der Geiz? Du wolltest das holen und dann zurück. Richtig? Ich will echt gar nichts. Klatschen. Er bringt unseren geilen Scheiß mal ran. Finde ich super. So, du holst das raus. Perfekt. Sind wir damit auch durch. Weiß ich noch nicht, aber okay. Ich habe einfach so klicke, ob halt da Dings, ne? Gefahr ist. Also ich klicke drauf und dann gucke ich einfach, ob da Gefahr ist. Und echt belastend. Kann auch schief gehen. Hatten wir ja schon mal. Oder nicht ganz. Ist doch gut gegangen, aber trotzdem. Okay, noch einer, aber da gibt es ein bisschen Medikamente. Noch zweimal dran. Okay. Gut, gut. Dann sind wir soweit durch, ne? Forschung. Erforsche das hier weiterhin. Kann ich nicht schon bauen eigentlich? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Doch, geht. Lagerhallen verstehe ich gerade gar nicht irgendwie. Hab ich nicht. Wird gebaut. Die können wir doch ganz schnell einstellen, bevor ich es ja vergesse. Machen wir noch. Mal gucken wegen Handel. Haben wir wieder einen frei? Haben wir. Essen wäre irgendwie gerade sehr sinnvoll. Naja, wir sollten vielleicht sparen. Auf dem Wagen. Will die haben. Oder auch auf dem Sofa zum Beispiel. Vielleicht davon haben wir vielleicht schon was. Sollte mal schauen. Mit unserer Insektenzucht da mal steht. 4000, Alter. Das können wir da verkaufen. Also das können wir alles verkaufen. Aber auf keinen Fall. Werkzeuge. Was ist denn richtig viel wert? Mehl? Sind Brote was wert? Bestimmt. Antibiotika? Ja, die wollen sie haben, ne? Ist klar. Komponenten, Alter. Was reicht alles? Kraftstoffe werden wahrscheinlich nicht so viel. Strafbedrückt, ne? Geht eigentlich. Medikamente! Ach, auf keinen Fall okay drücken. Benzin ist. Ziel ist schon geil. Ja, wir können die Verschmutzung verkaufen. Wir müssen halt sparen, das ist so ein bisschen das Problem auch, ne? Plastik wieder zurückverkaufen, ergibt keinen Sinn. Zement brauchen wir halt alles, ne? Wir können sich krass viel Geld ausgeben. Weil wir müssen die Möglichkeit an sowas ranzukommen, finde ich okay. Und die Verschmutzung, 17. Ja, komm. Dauert es auch 7 Tage, ey. Vielleicht war es ein bisschen Verschwendung gerade, der Handel, aber egal. Wahrscheinlich war es Verschwendung. War echt vollkommen Verschwendung. Na egal, jetzt ist es spät. Du baust fertig. Will ich jetzt noch unbedingt machen. Noch 49, sehe ich gerade. Jetzt glaube ich eine Notfallernte machen. Eine vorzeitige. 27, 35, der ist schon bei 97. Guck mal, ich muss warten. Können wir schaffen. 99. Haben wir auch noch gebaut.
Ja, es wird schon geerntet. Perfekt. Warum wird das eigentlich nicht gebaut? Wir haben 41 Leute, haben nicht so viel zu tun. Nicht pflanzen. Der Ernte, da gibt es gleich mehr Essen. Hallo? Hallo? Warum wird das hier nicht gebaut? Ich zwinge jetzt einfach einen dazu. Baut mir das Ding da fertig. Also sofort, Alter. Los bei euch. Wird's hingebracht. Die machen wir das nächstes Mal. Säckler ist fetch. Eine zweite Person rein. Und noch eine Forschung anhauen. Was ist das Akku-Ding? Ja, ja, das können wir machen. Oder machen die ein bisschen Verschönerung? Was war das? So. Ist das gebaut oder nicht? Kann ich nicht so sagen. Ah, hat doch alles passiert. Ich fange wieder so lang. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Ja, ihr dürft machen. Go. Der verkackt. Ist das gebaut? Ich glaub's ja nicht. Alles geerntet. Das ist jetzt nicht so viel. Das wird euch auch hergestellt. Ich hoffe, das geht noch höher. Eigentlich soll es easy reichen mit 60, Alter. Wir werden so auf Ort auf Strom bald sein. Die Knappheit. Wird hier ein Problem werden? Unser Essen geht schon wieder gut runter, ey. Endlich! Alter! Idioten, ey. Mann, faule Säcke. So, alles weg. Miau. So schnell. Und jetzt wieder alles eingelagert. Ha. Mehl darf eingelagert werden und ausschließlich Mehl. Ja. So. Andere Sache hier unten. Am Arsch mit dem Mehl. So, nur fertiges Brot. Nicht sterben. Gut, Leute. Fertig, die Folge. Nächste Folge müssen wir uns mal ein bisschen nach mit dem, glaube ich, kümmern. Kommen wir nicht drum rum. Auch leider um Stromzeug. Ich würde dann halt mal gucken, wie groß die Technologie machen und dann mal gucken, wo wir unsere Industrien setzen mit auch Strom und eine richtige Wasserproduktion oder mal so ein bisschen elektrisch und so. Dass es halt richtig steht. Und auch mal hier die Ecke neu bauen, sieht auch noch chaotisch aus. Ja, kein Wald steht mehr, Alter. Viel zu wenig Förster, seht ihr gerade hier. Ja. Gut. Würde ich mal sagen. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge von Surviving the Aftermath.